Echt, da könnte man abkratzen lassen. Ja, aber bestimmt in der Berliner Charité, hm? Ja, irgendwie genau, so. Und, ja. Und danach habe ich aber jetzt meinen Krebsarzt gefragt und habe heute einen anderen Arzt gefragt und gesagt, wenn die das können, dann kann die Schweizer das auch schon lange, warum machen sie es nicht? Gut, ich kenne eine ganz hervorragende Augenklinik in St. Louis, weil ich habe auch eine Freundin, die ganz große Probleme hat. Keiner hat es gemacht, aber diese Klinik hat es bei ihr gemacht und die sieht 1A. Ja, aber das hat sie Saarland. Denn auch Makula gehabt? Ich kann dir nicht sagen, aber die mussten da auch was abkratzen an der Linse und zumal sie zwei verschiedene Stärken hatte, aber ja. Sehr extrem. Ja. Sie haben eben gesagt, man muss zum Zweiten kommen, nach Berlin, ja. Und man muss ein Hotel buchen dort, weil die haben keine Klinik, nur zum das Abkratzen machen. Da habe ich gesagt, ja, und wie ist es, wenn es jetzt nicht klingt? Ja, dann sehe ich gar nichts mehr. Nicht einmal mehr die 3%. Ja, aber gut, mit 3%. Hast du eine Brille oder was? Nichts, alles nichts mehr. Nichts nur mehr. Noch Finger zum Greifen. Ja, nur noch ja. Greifen. Und dein Geburtsdatum, Tina? 12.08.41. Oh mein Gott, du bist ja noch jung. Ja, ich habe 76. Ja, und? Ja, aber und so, ja, aber so fühlst du dich nicht an. Nein, ich bin gerade erst operiert worden. Okay. Ich bin das Jahr nicht viel gewesen. Ich war nur 9-mal im Spital gewesen. Immer mit Schmerzen und Krämpfen und Zeug. Oh, yeah. Und das letzte Mal haben sie mir jetzt da 9 Löcher gemacht im Bauch hinein und haben da ein Stück Darm rausgenommen. Oh je, oh je. Aber das ist alles gut gegangen. Okay, super. Jetzt lebe ich wieder, ich kann aber wieder essen. Es ist schon schlimm, wenn man nichts sieht, ne? Also wenn man nichts sieht, ist ganz schlimm. Kein Telefon und du kannst nicht mehr richtig kochen, wenn du nichts siehst. Und dann weißt du nicht, ist jetzt das Salz oder ist jetzt das Zucker? Und oh mein Gott. Aber ich habe noch ein grösseres Problem, da wollte ich dich fragen. Mhm. Mein Sohn hat jetzt seit Anfang Frühling hat er keine Stille mehr. Mhm. Wie heißt er? Daniel. Geburtsdatum? Was muss ich jetzt gerade? Also, er ist im. Sag mal, im Juli, 27. Juli. Okay, 7. 1900? 64. Okay. Und du willst jetzt wissen, ob er eine Arbeitsstelle findet? Ja, überhaupt, die etwas findet. Okay, wir gucken. Ja, gern. So, konzentrier dich auf Daniel, auf seine momentane berufliche Situation. Ja. Und ich nehme jetzt mal einen Zeitraum innerhalb der nächsten 6 Monate, eine Arbeitsstelle findet und dann gibst du mir mal einen Stopp, bitte. Stopp. Wie lange ist er arbeitslos? Weil ich habe schon gleich den Teufel. Aber das ist schon fast ein Jahr, ne? Ja, ja. Und was macht er beruflich? Was sucht er? Er sucht wieder Buchhalter und Steuerberater und so nichts Zeug. Hat er immer gemacht, sein ganzes Leben lang. Er ist am Montag eine Stelle anschauen auf Genf, aber sie haben gesagt, er müsse beschissen. Und sie hat gesagt, das kann ich nicht. Dann hat er gesagt, dann können wir wieder gehen. Das aber schwierig. Das hat er auf jede zweite Stelle gehabt. Also es ist im Moment, muss ich sagen, ist es sehr schwierig. Ich habe eine Stelle drin liegen, aber da wird es schon Frühjahr, ne, bis er die kriegt. Doch noch. Ja. Ja, ist ja gleich. Dann essen wir halt noch Wasser und Brot. Oh Gott. Weil hier habe ich den Arbeitsvertrag liegen, aber erst in das Frühjahr. Gut, es kann jetzt auch Januar, Februar sein, ja. Aber ja, dieses Jahr glaube ich nicht. Ja, no. Also ich bin schon froh, wenn es nur bis Mitte Jahr ist, nächstes Jahr. Okay. Kann ich immer noch ein bisschen helfen, weißt du? Okay, ja, genau. Er hat noch 3 Kinder, die in die Schule gehen, oder? Ach Gott, ja, soll er vielleicht mal zwischendurch was anderes machen, weißt du? Manchmal muss man auch mal. Der probiert alles. Der ist am Montag auf Genf abgegangen. Er hat gesagt, es spielt mir keine Rolle, auf Genf zu zügeln, oder? Ja. Dann hat er gesagt, aber wissen Sie, Sie müssen ein bisschen beschissen. Dann sagt er, das kann ich nicht, ich bin ein Buchhalter, ich kann das nicht. Ja, klar. Steuerberater aber kann ich nicht. Ich verstehe halt nicht, dass er so Schwierigkeiten hat mit dem, was er gelernt hat. Ja, aber alle zusammen wollen nur noch beschissen. Ja, das ist die andere Seite. Er war jetzt 10 Jahre bei einer Frau gewesen und hat sie gesagt, ja,
wenn wir jetzt anfangen zu schießen, dann können wir weniger Aufträge nehmen. Er hat gesagt, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ja, weil ich sehe halt schon, dass er da seine Probleme hat. Ne? Mit der, da liegt die Falschheit drin. Das ist etwas, was bei ihm gar nicht geht. Nein, das geht gar nicht. Für ihn ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber gut. Beatrice, du siehst scheiben gut aus. Ach, danke schön. Vielen Dank. Ich sehe dich ja noch so schöne blonde Haare. Ja. Das sehe ich gerade noch von dir. Und schon sehe ich ja nichts mehr. Okay, oh, schade. Ja, noch. Das tut wieder mal anrufen. Ja, da freue ich mich, Tina. Alles danke, Liebe. Danke für deine Auskunft. Gell? Nichts zu danken. Alles Liebe. Und danke, denk, kümmer dich drum mit Berlin, ja? Ja, gerne. Ja, okay, tschüss, bitte. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, wenn man das dann wieder hört, dass man nichts sieht, da kann man echt dankbar sein, wenn man nur mit 10 Kilo Übergewicht kämpft, ja. Das ist auch so was, ihr Lieben, ja, dass man wirklich Dinge gibt, also die möchte ich nicht haben. Sehen, hören, das ist ganz wichtig, ja, das ist, boah. Obwohl man sagt, schließe deine Augen, um richtig sehen zu können. Das ist auch wieder so ein Spruch. Aber im Alltag braucht man einfach die Augen, ja, man muss gucken. Kartoffelschälen, ja, Eier backen, das muss man alles, ja, gucken, ja, oh je. Also, das ist etwas, was mir auch sehr, sehr oft mal sehr leid tut bei meinen Klienten. Ich habe noch eine ganz liebe Klientin, die kann auch nicht, die kann das Haus nicht rausgehen alleine, ja, die hat, sieht auch nur 1, 2 oder 3%, aber auf beiden Augen und da geht gar nichts. Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Ich glaube, wenn man auf die Welt kommt und ist dann schon blind, ja, und kennt es gar nicht, dann kriegt man auch ein anderes Empfinden. Man lernt einfach, mit dieser Blindheit umzugehen. Aber wenn man es kennt und man sieht dann auf einmal nichts mehr, ich glaube, dass dieser Zustand für mich, stelle ich mir vor, schlimmer ist. So, ihr Lieben, 0901 577 577 450 pro Minute aus allen Schweizer Netzen. Karten legen mit Herz, Leidenschaft und hoher Trefferquote. Ihr Leute, ich hatte 2 Anrufe heute. Das ist echt super geil. Prompt wie wow. Ja, Beatrice mit der 565. Gestern und heute, also das war meine schlimmste Woche hier bei Shiva TV, was ich je erlebt habe. Das habe ich noch auf keinem Sender erlebt. Das muss ich, und ich war schon auf vielen Sendern, ja. Aber auch das muss man mal erleben, ihr Lieben. Das ist schon der 2. Tag heute. Man versemmelt ja mal irgendwann mal Sendung, ja, wo es einfach nicht so läuft. Oder wo einfach Primetime-mäßig irgendwas, Bauersucht Frau oder der Bachelor oder Supertalent, was weiß ich, was da alles läuft, ja. Aber das hier, das kenne ich nicht, ja. Ich will es auch nicht kennen, ihr Lieben. Ich möchte nicht, dass das Routine wird, sonst muss ich was ändern. Ja, genau, das hat die Kundin auch gesagt. Schmoll nicht rum, du bist und bleibst die Beste. Das hat mich dann wieder motiviert, als ich gestern Abend ins Bett ging. Da war gestern Abend kein Onkel Freddy, der mich in den Arm genommen hat, der gesagt hat, Schatzle, komm, du kannst es doch, das weißt du doch, das liegt doch nicht an dir. Dann gehst du alleine ins Bett, kein Piccolo da, kein Chicola, kein Lilly, kein Emilio und kein Onkel Freddy. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Ich rede mit dir, Regie. Ja, mit wem soll ich reden? Es ruft mich ja keiner an. 1000 Millionen. Ja, das siehst du mal, ne? Ich glaub's dir. Ich verstehe dich. Genau, aber jetzt verstehe ich auch, dass ich natürlich diese Zeit auch immer sehr genieße, ne? Ich beschwere mich ja gar nicht, aber in solchem Fall, wenn du dann denkst, mein Gott, was hast du jetzt versemmelt? Aber war ja nichts zu versemmeln. So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder bei euch. Jetzt machen wir mal wieder X, X. Jetzt warte, abwarte. Wie viel Uhr haben wir noch? 8:45. Ich habe mir, glaube ich, irgendwo den Finger geschnitten. Ich weiß aber noch nicht,
Mit was und wieso? Das tut weh. Oh, ich armes Kind. Ja, jetzt wird mein Onkel Freddy kommen und wird mir ein Küsslein draufgeben. Und wird sagen, Schatzele, wenn du Oma bist, ist weg. So, jetzt machen wir schnell Durchlauf, ihr Lieben. Ist heute Abend eigentlich wieder Fußball oder sowas? Heute ist ja Mittwoch. Ne, Donnerstag. Ne, ist nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist... So, ihr Lieben, da ist Aaron mit der 678. Dann haben wir die Annalisa mit der 589. Wir haben mein Pin, die 5, 6 und die 5. Der Christian mit der 787. Die Evelyn mit der 595. Der Lorenzo mit der 755. Die Marina mit der 775. Die Malis mit der 789. Huch. Oh. Die Shania mit der 876 und die Sonja mit der 955. So, das sind meine Kollegen, die jetzt im Hintergrund für euch erreichbar sind. Und ja, ihr Lieben, jetzt muss ich nochmal zu unserer wunderbaren Doppelsendung kommen, unserer Spezialsendung, und zwar um das Thema Magie der Liebe. Hier geht es rund um das Thema Lieben. Ich kann euch noch sagen, es wird ein Mann sein, der hier mit mir die Sendung moderiert, beziehungsweise diese Doppelsendung, was ich mit diesem Mann... Es ist ein sehr einfühlsamer Mann. Es ist ein Mann mit sehr viel Erfahrung, was Frauen betrifft. Da könnt ihr mal die Meinung eines Mannes hören, wenn es um die Frauen geht, weil die Frauen tratschen ja nur unter sich und die meisten haben... Oh, ich glaube es nicht, hey... Es rappelt in der Kiste. Wen habe ich in der Leitung? Hier ist die Beatrice. Ja, hallo Beatrice, da bin ich. Hallo, hallo du. Willst du anonym? Ja, ich wollte dir nur sagen, ich bin jetzt mit dem Hund nach Hause gekommen. Ja. Und habe gedacht, wenn du so allein bist und niemand ruft an, ich nehme das Telefon zur Hand. Oh, du bist ein Schatz. Ja, irgendwas ist in der Luft. Wir wissen auch nicht, was es ist. Es ist ganz komisch. Seit vorgestern. Das ist eigenartig, ja. Ja, aber es ist nicht nur bei uns, es ist bei allen Sendern so. Ich habe heute mit einigen gesprochen. Also ja. Irgendwas ist gerade vielleicht planetenmäßig, wo vielleicht rückläufiger Merkur, das kann es ja auch sein. Ja, na? Möglich. Ja, genau. Dann warst du schön spazieren. Jo. Warst alleine? Nee, mit meiner Freundin und der Freundin von meinem Hund. Okay, hat sie wieder rumgemosert? Nee. Aha. Heute nicht. Siehst du? Weißt du warum? Ja. Ich habe gestern energetisch was gemacht. Wie lange es anhält, weiß ich nicht. Beobachte es einfach mal. Okay, mache ich. Ja, ich habe jetzt Energie geschickt heute Morgen, also gestern Abend schon, wo ich ins Bett bin. Heute Morgen nochmal und jetzt mache ich mal gar nichts und jetzt gucken wir mal, wie lange das anhält. Super, danke schön. Ja, nichts zu danken. Du hast mir jetzt auch geholfen. Ne? Ja. Okay, meine Liebe. Dann bedanke ich mich für den Anruf. Wünsche dir einen wunderschönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Und drück mir den Kleinen. Mach ich. Ja, mach super. Ich. Der ist jetzt ganz geschafft und liegt auf dem Sofa. Ja, jetzt will er nur noch chillen, ne? Genau. Okay, sehr schön. Bis dann. Super. Okay, alles Liebe und vielen Dank. Ich drück dich, gell? Danke, dich danke. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, es gibt ja noch ganz, ganz liebe Schweizer, ihr Lieben, die mich nicht hängen lassen. Die kriegen auch alle ein Herzlein. Du musst nicht traurig sein. Ich kann nicht singen. Ich habe sogar meinem Chef ein Ständchen zum Geburtstag gesungen. Was sagst du denn jetzt? Wie viele Chefs hammern? Mhm. Ja. Nein, auf WhatsApp. Ja, ne? Was ich alles mache. Hat sie auch auf, ja, das hat sie gesungen, aber nicht auf WhatsApp.
gab es damals noch nicht, du hast recht, ja genau, ja stimmt, so ist ja das Ganze aufgeflogen, ne? Genau, ah, der, nicht so denken, gell? Um Gottes Willen, nein, man kann nicht. So, liebe Zuschauer, ja nochmal, um auf unsere Doppelsendung zu kommen, am 17.11., bitte tragt euch das in eure Agenda ein, 17.11. um 1, also ich bin ja sowieso da an dem Tag, aber um 21.30 Uhr kommt diese Person zu mir ins Studio und dann beginnt unsere Doppelsendung mit dem Thema Magie der Liebe, rund um die Liebe, alles was mit der Liebe zu tun hat. Ich finde diesen Mann sehr interessant, vor allen Dingen, was ist denn jetzt los? Es rappelt in der Kiste. Hallo, wen habe ich in der Leitung? Hallo, Beatriciali. Hallo. Hi, hi. du weißt, wer da ist? Nein. Wir gehen doch essen am Samstag. Ach, Schatzilein, ja, natürlich. ich will dich ein bisschen aufstellen und dich schön einladen zum Essen, dann weißt du wann, nicht wahr? Ich habe noch nicht, also es kann sein, dass ich bis 21 Uhr arbeiten muss. Ja, aber dann, willst du dann noch essen gehen, so spät? Das wird zu spät werden, weil ich ja muss ja... Am Sonntag habe ich Seminar in Basel. Das ist ja das Problem. Oder? Genau. Aber ich werde zwischendrin mit Sicherheit eine Pause haben. Dann werden wir uns kurz sehen. Ist also, das für dich machbar? Sagen, ja, ja, natürlich. Ich habe das extra reserviert für dich, den Samstag. Ich bin ja am Arbeiten. Aber ich schicke dir eine WhatsApp, wann ich Pause habe. Okay. Oder wann ich kurz einen Kaffee trinken kann. Und dann sehen wir uns. Das wird mich super freuen. Ich wollte schon gerne mit dir in dieses Lokal gehen. Weißt du, das sonst ist ja da. Ja, ich weiß, aber es wird schwierig sein. Okay, ja? Wird schwierig sein. Ja, es wird schwierig sein, weil ich bin, jetzt habe ich schon, ich glaube, den letzten Termin um 19 oder halb 8 oder so. Ich weiß es nicht. Und okay. Ja, das ist schwierig, weil ich den nächsten Tag... Ja, genau, dann sage ich dir auf alle Fälle Bescheid. Ja, vielleicht, du, man weiß ja nie. Man weiß nie, oder es kann ja sein, dass jemand krank wird oder so, weißt du? Oder irgendetwas, genau, ja. Und dann du werde ich ja dir... Du hast ja mein WhatsApp und dann machst du das. Hä? Hab ich soll auf ich alle was Fälle. Machen? Soll ich? Ich rauche ja nicht mehr, du weißt es ja. Hast du es durchgehalten? Ich mit dir eine Zigarette. Ja, ja. Und? Ich wollte eigentlich mit dir eine Zigarette rauchen am Samstag. Ja, das kannst du gerne. Du kannst ja zugucken, wie ich rauche. Nein, ich rauche, aber letztes Mal ja auch Entzug genommen. Ja, ist es schlimm für dich, dieses Nichtrauchen? Nein, eigentlich nicht. Und wenn ich dann wieder Lust habe, rauche ich wieder. Ach so, okay. Du bist also kein so Problem. Eine Gelegenheitsraucherin dann, ne? Nein, ich habe richtig gelaufen. Nein, Gelegenheit wäre schön gewesen. Nein, okay. Nein, das ist eigentlich schade. Ich habe mich so darauf eingestellt. Du, wenn ich mein Seminar mache, dann das mit den Engeln vielleicht. Weil das andere, da bin ich gar nicht da. Mhm. Aber das mit den Engeln, wann ist das im Dezember? Am 17.12. Ja, das ist wunderschön. Sehr wahrscheinlich, das möchte ich machen dann. Genau, das ist sehr schön. Was und für die dich... Anzahl, da hast du gesagt, im Januar dann. Ne? Genau, das ist im Anzahl, Januar. Und was für dich auch okay. Gut wäre, ist das, diese Numerologie. Wann ist denn das? Ja, am Sonntag ist der nächste. Ja, da habe ich aber was. Da muss und ich mit meiner 90-jährigen Freundin muss essen gehen. Ich aber der ist mal, auch nächstes Jahr wieder im Januar oder Februar. Eben. Das wiederholt sich ja immer wieder. Ja, eben, ich will dann schon, dass er sagt, das muss ich dann richtig lernen. Genau. Weißt du? Hast du, das ich habe dir ja alles geschickt. Willst du mal schnell die Karten machen? Ja, was willst du denn wissen, meine Liebe? Ich habe keine Ahnung. Und wir gucken mal, was so jetzt im Moment ansteht. Schau mal rein. Genau. Du nein, ja, ich spüre das, ja, ich weiß. Ist. Ich mag jetzt da nicht erzählen. Nein, das kann ich auch nicht. Okay. Konzentrier dich. Du weißt, das Foto müssen wir abschminken, weil meine Schwester geht 3,5 Wochen auf eine Kreuzfahrt. Was darum. Musst du abschminken? Das Golfen, wo wir kommen wollten, weißt du. Ah, okay. Ja gut, jetzt ist eh zu kalt. Ja, das ist so. Ja. Freddy war heute das letzte Mal golfen. Morgen regnet es wieder. Okay. Ja. Ich war heute auch. Warst du auch heute? Okay. Okay, konzentrier dich auf deine momentane Situation, was so die nächsten 6 Monate auf dich zukommt und dann gibst du mir einen Stopp. Ein Stopp. Mhm.
wenn ich dich schon dran habe. Ich habe bei dir einen neuen Mann liegen. Guck mal hier, der mag mich. Hast du mir schon gesagt? Ja, eine neue Liebe mit Sexualität, die Falschheit, alles, was du erlebt hast, geht raus. Der neue Mann ist aber noch blockiert. Das ist der Gehängte und der Magier. Hier habe ich deine, du gehst auch in eine neue, ja, in eine neue Bewusstseinsebene. Das heißt, dein Leben verändert sich zum Positiven. Du wirst, also du, ja, deine Denkweise, du wirst freier, du wirst offener im Denken. Ja, du bist nicht mehr so verbissen, du willst das, du willst es so, sondern es wird alles leichter im Leben. Du nimmst die Dinge nicht mehr so ernst. Findest du? Nein, ich mag gar nicht. Das kommt jetzt, ja. Also, ja, genau. Und vor allen Dingen... Ich bin schon, eigentlich fühle ich mich gut, aber wenn du sagst... Ja, das hat nichts damit, dass du dich schlecht fühlst, aber es wird einfach noch ein Touch einfacher, ein Touch lockerer. So, open your mind, verstehst? Okay, okay. So, und auch wenn dieser Mann kommt, mit dem wirst du sehr viel Spaß haben, der Mann ist jetzt gerade in einer super Trauerphase. Oh mein Gott. Ja, oh bei dem, ja, da habe ich die Todesnachricht, da habe ich ihn im Tal der Tränen. Aber dann trifft er dich, in dieser Trauerphase trifft er dich und du hilfst ihm, der wird dein nächster Partner. Super. Ja. Durch dich lernt er wieder Lebensfreude. Jetzt ist es mal umgekehrt, dass du einem Mann helfen kannst. Ah, verstehst? Ja. Ich habe jetzt einem geholfen, aber es ist auch schon der andere, du weißt. Ja. Ich habe eigentlich auch aus dem Dienst geholt. Ja, genau, aber der wird, der ist es nicht, weil den Mann kennst du nicht hier, der kommt erst neu in dein Leben. Schön. Und er mutiert zu deinem Partner. Das kann sein, dass du vielleicht anfänglich denkst, oh nein, das kann der nicht sein, aber durch das, dass ihr euch so gut versteht, lernst du den Mann mit anderen Augen zu sehen. Er muss nicht unbedingt dein Beuteschema sein. Ja. Ja, ich weiß. Ich hab schon. Okay. Hast du eigentlich noch mal was gehört? Nein. Gar nichts mehr. Aber irgendwie in letzter Zeit denke ich immer irgendwie, er kommt mir wieder in den Sinn, aber nicht bösartig oder so, für mich nicht böse, weißt okay, du? Ja. Einfach so, aber er stört mich irgendwie. Er stört mich in meinen Gedanken. Ah, okay, dann es schick ihn weg. Es war besser und seit etwa 14 Tagen, ja, ich schicke ihn immer weg. Okay, weg, super, genau, sehr gut. So, total. Da bist du sehr gut, das ist clever, weil viele Frauen setzen sich dann hin und fangen an, über diese... Sobald der Gedanke kommt, weißt du. Ja, gehst du weg damit, ich genau. Ich kann in den Dings oben, nach oben, unten und wo es hingeht. Nein, schon nach oben. Okay, super. Okay, also. Okay, meine Liebe, ich melde mich... Und wann siehst du, da wann kommt er? Wann kommt der wunderbare Also ich habe es innerhalb der nächsten 6 Monate liegen. Okay. Wann genau, kann ich dir nicht sagen. Ja, klar, okay. Super. Das hast du mir schon mal gesagt. Ja, siehst du, und das wiederholt so sich hier. Ja, wiederholt sich, das sagt immer gut. Genau. Also, und mach mir WhatsApp. Ich schicke dir WhatsApp, es ja? Ich würde mich freuen. Ich auch. Ich würde mich halt freuen, wenn jemand sagt, dass sie essen gehen könnte. Das wäre auch toll. Okay, das sage ich dir auf alle Fälle Bescheid. Ich würde dich gerne so gerne einlassen in dieses Lokal, wo ich dir gesagt habe, wo man rauchen kann, Französisch, so ganz speziell, wo etwas, was es in Basel gar nicht gibt. Zum, das denke ich mir, genau. Ja, nein. Also wenn wir es diesmal nicht hinkriegen... Aber du weißt du was, und sonst machen wir es anders, dann kommst du einfach einmal extra für das. Ganz genau, wollte ich dir gerade vorschlagen. Ja. Und wenn ich dann sowieso mal wieder in Basel bin und Seminar habe und einen Tag frei habe, und dann komme ich zu dir nach Luzern. Das wäre toll. Super. Das wäre ganz toll, das machen wir dann so. Okay, meine du Liebe. Du weißt ja, ich habe ja auch ein Ding zum... Du weißt es ja, ja. Habe ich dir ja gesagt, man genau. kann übernachten oder genau. so. Gell? Okay. Alles klar, alles, alles kein klar. Thema. Super. Okay. Liebe Grüße an deine Danke Schwester, dir. Ja? Gerne. Okay, super. Wir haben viel gekrampft jetzt, du weißt ja, wo im Süden da ja, weißt du, weiß, wir haben sie so hat viel viel, Arbeit, ja, ich war ja nie zu Hause. Jetzt. Okay. Also ich schicke dir ganz, ganz viele Menschen, die zu dir jetzt noch kommen, weil du bist die Beste, die brauchen dich. Okay, okay, danke schön. Okay. Tschüss. Ciao, bye, ciao, bye. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss. So, das war jetzt ein schönes Kompliment, ihr Lieben. 0901 577 577 450 pro Minute und Anruf aus dem Schweizer Festnetz. Ja, wir haben noch 20 Minuten und ich glaube auch, liebe Regie, dass man, ich glaube, für kleine Mädchen, dann ist es 21 Uhr. Ja. Yes, Sir.
Ich könnte jetzt einen Walzer tanzen. Kannst du Walzer tanzen? Kannst du Walzer tanzen? Wie war denn dein Hochzeitstanz? Ja, das ist die Jugend von heute. Jetzt bringe ich dich in Zwangslager. Wie immer. Ja, Schatz, du weißt doch, wie das ist, ne? So, liebe Zuschauer, ich gehe jetzt gleich mal für kleine Mädchen. Das macht nichts, da können sich das raus. Also denkt dran, jetzt kommt mein Werbeblock, bis ich dann wieder zurück bin. Aber denkt dran, dass der 28. Numerologie-Seminartermin nicht stimmt. Das ist der 29. Okay, und die Regie. Und die Regie, die. Genau. Der spielt es jetzt ab. Und ich sage: Mats ab, Tour de Suisse. Mit Beatrice. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich darf euch gerne mitteilen, dass ihr euch jetzt zu meinen privaten Beratungen anmelden könnt beziehungsweise eines meiner wunderbaren Seminare besuchen könnt. Nehmt euch einen Stift und ein Stück Papier und schreibt euch diese Daten raus, die euch interessieren. Und ich freue mich, euch recht herzlich in der privaten Beratung beziehungsweise auf dem Seminar euch begrüßen zu dürfen. Mua, eure Beatrice. Informationen und Anmeldungen könnt ihr euch im Shiva-Sekretariat melden unter der Rufnummer 061 331 1817 oder per E-Mail info@shiva.tv und ich freue mich auf euch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich darf euch gerne mitteilen, dass ihr euch jetzt zu meinen privaten Beratungen anmelden könnt beziehungsweise eines meiner wunderbaren Seminare besuchen könnt. Nehmt euch einen Stift und ein Stück Papier und schreibt euch diese Daten raus, die euch interessieren. Und ich freue mich, euch recht herzlich in der privaten Beratung beziehungsweise auf dem Seminar euch begrüßen zu dürfen. Mua, eure Beatrice. Thank you.
Für Informationen und Anmeldungen könnt ihr euch im Shiva-Sekretariat melden unter der Rufnummer 061 331 1817 oder per E-Mail info@shiva.tv und ich freue mich auf euch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich darf euch gerne mitteilen, dass ihr euch jetzt zu meinen privaten Beratungen anmelden könnt bzw. eines meiner wunderbaren Seminare besuchen könnt. Nehmt euch einen Stift und ein Stück Papier und schreibt euch diese Daten raus, die euch interessieren. Und ich freue mich, euch recht herzlich in der privaten Beratung bzw. auf dem Seminar euch begrüßen zu dürfen. Mua, eure Beatrice. Für Informationen und Anmeldungen könnt ihr euch im Shiva-Sekretariat melden unter der Rufnummer 061 331 1817 oder per E-Mail info@shiva.tv und ich freue mich auf euch. Ja, ich höre nichts, Schatz. Ich glaube, das ist aus. Kann das sein? Ah, jetzt höre ich dich, ja. Ja, ich habe es gesehen. Ja, genau. Hallo, Überraschung. Ja, ihr Lieben, das ist sehr kompliziert mit diesen Geräten da, aber es funktioniert. So, jetzt bin ich wieder für euch da. 0901 577 577 450 pro Minute und Anruf aus allen Schweizer Netzen. Karten legen mit Herzleidenschaft und hoher Trefferquote. Wir haben noch 1 Stunde und 10 Minuten. Dann ist mein vorletzter Tag vorbei. Morgen ist mein letzter Tag. Und am Samstag bin ich in Luzern und am Sonntag hier in Basel für Numerologie für Mensch und Tier. Ist immer noch ein Platz frei, ihr Lieben. Irgendwie ist es, glaube ich, der November nicht gerade der beste Monat, der Oktober. Und ja, aber ich freue mich natürlich für jeder, der meine Dienste noch in Anspruch nehmen möchte oder die meiner Kollegen, die ich euch jetzt auch dann nochmal sage, wer jetzt im Hintergrund, da ist es auch sehr ruhig, ihr Lieben, meine Kollegen. Ich bedanke mich aber für das Durchhalten auch von meinen Kollegen, die immer noch hier auf der Hotline für euch eingeloggt sind, das heißt für euch bereitstehen, falls ihr irgendwas sprechen wollt, wo ihr in der Sendung oder hier öffentlich nicht sagen wollt oder wenn ihr euren Lieblingsberater oder Stammberater sucht, dann guckt auf der Hotline, da wäre der Aaron mit der 678, es ist die Annalisa mit der 589, mein PIN ist die 565, der Christian mit der 787, die Evelyn mit der 595, dann haben wir den Lorenzo mit der 755, die Marina mit der 775 und die Marlis mit der 789, die Shania mit der 876 und die Sonja mit der 95 und die 5. Das sind meine Kollegen, die jetzt im Hintergrund für euch erreichbar sind. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich alles sagen. Da hört euch niemand, da sieht euch niemand. Und das Gleiche geht bei mir in der Sendung, weil ich mache hier auch anonyme Beratungen. Das heißt,
Wenn ihr hereinkommt, dann sagt nicht eure Namen, sagt gar nichts, sagt einfach nur anonym bitte. Da kann keiner wissen, wer ihr seid, weil ich meistens dann es noch gar nicht weiß, wer du bist. Und erst wenn dann der Ton runtergezogen ist, die Zuschauer euch nicht mehr hören, dann kannst du dann loslegen und ich gebe dir dann Bescheid. Also anonyme Beratung, das ist das, was ich euch auch anbieten kann, ihr Lieben. Und wir haben im Moment, muss ich sagen, auf unserer Hotline oder unsere Homepage ist zeitweise nicht abrufbar, da wir gerade das System umstellen und da es schon mal vorkommt, dass es einfach nicht funktioniert. Also wir sind weiterhin da, wir gehen, ja, aber nicht bei jedem, haben wir heute Mittag festgestellt. Paolo kam nicht drauf und ich bin drauf gekommen. Ja, das ist unterschiedlich, ja. Wir wissen auch nicht, er weiß nicht, woran es liegt. So, ihr Lieben, aber ich sage euch nochmal, am 17.11., 17.11., das ist ein ganz besonderer Tag, ein Erfolgstag in der Liebe, numerologisch, ja, haben wir eine Doppelsendung, eine Spezial-Doppelsendung, und zwar kommt um 21.30 Uhr ein Mann an meine Seite. Der Mann ist sehr erfahren, der Mann hat einen speziellen Beruf, der Mann hat Lebenserfahrung, Frauenerfahrung und was ich an ihm so schätze, ist, dass er immer die richtige Antwort hat und zwar aus der Sicht eines Mannes, was die Frauen falsch machen, warum die Frauen immer wieder enttäuscht werden, warum es immer wieder Missverständnisse zwischen Männern und Frauen gibt. Und deshalb bin ich ganz stolz, dass dieser Mann am 17.11. an meiner Seite mit mir diese Doppelsendung macht. Also alles rund um die Liebe. Es geht gar nicht darum, dass es nur um Zuschauer oder Anrufer geht, die in einer Beziehung sind, sondern es geht auch darum, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr mit den Männern umgeht, beziehungsweise wie ihr euch von den Männern behandeln lässt. Das ist jetzt wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet, der sich wirklich super auskennt. Ich mit ihm schon sehr viele Gespräche diesbezüglich gemacht habe und auch mein Seminar Phänomen Mann, ich sehr vieles von ihm auch erklärt bekommen habe, wie es, wie diese Missverständnisse zwischen Mann und Frau entstehen. Ja. Was ich natürlich noch nicht herausgefunden habe, ihr Liebe, hat er die Frauen enttäuscht oder haben die Frauen ihn enttäuscht? Das weiß ich nicht, ja. Aber das wird sich an diesem 17.11. herausstellen. Also tragt es euch in eure Agenda ein. Am 17.11. von 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Das heißt, da gibt es eine Stunde Verlängerung. Das ist ganz wichtig für euch, ja. 21.30 Uhr. Bis 23 Uhr verlängern wir diese Sendung hier. Also nicht, dass ihr um 22 Uhr alle abschaltet, sondern bleibt einfach drin. Aber das kriegt ihr dann mit, weil er kommt ja schon eine halbe Stunde vor offiziellem Sendeschluss, kommt er ja schon rein. Also 17.11. Spezial-Doppelsendung Beatrice und bla 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 bla. Ich sage euch nicht, wer es ist, ihr kennt ihn auch nicht. Also vielleicht kennen ihn einige. Aber es ist kein Berater von unserem Team. So, das kann ich euch schon sagen, aber ein Mann mit Erfahrung, ein Mann mit Stärke und er spricht Schweizerdeutsch. Das kann ich euch auch noch sagen. So, also 17.11. von 21.30 Uhr bis 23 Uhr Beatrice mit einem besonderen Mann in der Doppelsendung. Und zwar alles rund um das Thema Liebe. So, jetzt könnt ihr von mir wieder beraten werden über die 0901 577 577 450 pro Minute aus allen Schweizer Netzen. Wer möchte noch zu mir ins Studio? Wer hat noch eine Frage? Wo steht irgendwas offen, wo du sagst, oh mein Gott, da würde ich ja schon gerne wissen, wie es da weitergeht? Oder über was zerbrichst du dir schon tagelang, wochenlang, monatelang den Kopf und du kriegst es einfach nicht raus.
Ja, und das alles ist alles Mögliche, ihr Lieben. Wir kriegen auch nicht alles gesagt. Ich bin ja nicht der liebe Gott. Aber alles, was wichtig ist, wirst du von mir erfahren, beziehungsweise über mein Ansata-Tarot. Und ja, vielleicht willst du ja schon noch wissen, ob da nicht nochmal ein Mann kommt. Oder es geht auch um gleichgeschlechtliche Liebe. Für mich ist Partnerschaft Partnerschaft. Ob das Mann-Mann ist, Frau-Frau oder Mann-Frau, das interessiert mich nicht, ihr Lieben. Es geht ja nicht um die Person, sondern es geht bei mir um die Liebe. Deshalb ist bei mir Partnerschaft Partnerschaft, ja. Also, und da braucht ihr euch auch nicht hemmen oder Hemmungen haben. Das ist, ich habe da noch nie Probleme. Ich habe die meisten Freunde in meinem Leben sind schon schwul, ja. Ich liebe das. Also ich liebe diese Menschen, weil sie sind was Besonderes. Sie verstehen uns Frauen. Sie sind zwar Männer, aber sie sind wie Freundinnen, ja. Sie verstehen diese weibliche Energie. Diese weibliche Energie fließt sehr stark in ihnen. Und Schwule hat auch nichts mit Weichei zu tun. Ja? Das ist eine ganz andere Energie. Da kenne ich auch genügend, die keinen Arsch in der Hose haben. Ja? Aber so ist es mal im Leben. Die meisten, die keinen Rückgrat haben, das sind die, die alles durcheinander machen. Ja? Weil die sind einmal hier, die sind einmal hier, die sind einmal hier und die sind einmal hier. Aber sie haben keinen geraden Weg. Ja? Die schwirren immer darum, wo sie das Gefühl haben, ja, da ist ein Vorteil für mich, ja, da kann ich das gut machen, da kann ich das machen. Aber im Prinzip kriegen sie nichts geregelt. Aber so sind halt die Menschen, es gibt alles, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und die einen verurteilen das, die anderen bewerten das und so und so und so. Und so. Und genau das ist auch wieder, was das Leben ausmacht, ihr Lieben. Das Leben ist ein Spiel und es heißt, Mensch, ärgere dich nicht. Ha, liebe Regie. Ist immer so still. Kannst du mir mal den Knopf da drücken? Weißt welchen? Die Tüte müsste doch bald leer sein, oder? Die müsste doch bald leer sein. Ja, ne? Ach, du hast schon wieder gewechselt. Du kannst auch nicht am Süßigkeitenregal vorbeilaufen, hä? Nett, ne? Habe ich mir gedacht. Dann bist du einer, wo schnell am Kiosk noch was kauft, ne? Genau. Ja, ihr Lieben, die Männer und ihre Süßigkeiten. Immer wenn man so viel süß isst, dann fehlt einem Liebe. Dann fehlt einem die Süße im Leben, die bringt man dann oral dem Körper, führt man die oral dem Körper zu. So, 0901 577 577 450 pro Minute aus allen Schweizer Netzen. Ja, wer will, dann lernen, Karten zu legen, ihr Lieben. Das ist auch sehr interessant, zumal ich ja jetzt mein erstes Buch rausgebracht habe und ihr natürlich diese Unterlagen in dem Seminar auch bekommt, das ist ja ganz klar. Und ja, Karten legen, wie sprechen die Karten zu dir? Oder ihr kauft, also im Karten... Seminar ist ja ein Kartendeck dabei. Am 3.12. ist mein nächstes und letztes für dieses Jahr Kartenseminar. Und am 17.12. ist das letzte Seminar überhaupt für dieses Jahr, weil ich fahre dann am 19. oder 18. fahre ich schon wieder zurück. Und das ist ein Sonntag, ihr Lieben. Und da ist das letzte Engelseminar. Engelseminar ist immer, das habe ich extra jetzt vor Weihnachten gemacht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr anfangen wollt, mit der geistigen Welt zu kooperieren, dann solltet ihr mit der Engel anfangen. Wir haben alle einen Geburtsengel, der begleitet uns ab dem Tag, wo wir geboren werden. Der Geburtsengel ist auch immer an unserer Seite und der verändert sich auch nicht. Der begleitet uns vom Tag der Geburt bis zu unserem Todestag. Ja, wir entscheiden natürlich, ob wir mit den Engeln kooperieren wollen oder ob wir sagen, ich möchte mit dem ganzen Humbug nichts zu tun haben. Dann werden wir zwar beschützt von den Engeln, wir werden auch geleitet, aber sie müssen unseren Willen akzeptieren. Das ist die einzigste Gerechtigkeit im ganzen Universum, im Makrokosmos wie im Mikrokosmos. Und zwar muss die geistige Welt den freien Willen von uns Menschen akzeptieren.
Wenn ich sage, ich will das nicht, dann müssen Sie es akzeptieren. Das Einzige, wo Sie uns dann beschützen oder aus der Gefahr nehmen können, ist, wenn wir in einem schwierigen Moment sind, wo wir eventuell das Leben verlieren könnten und es wäre noch nicht unser Tag, dann müssen Sie uns retten. Ansonsten kriegen wir von oben keine Hilfe, wenn du das nicht willst. Also ist es immer wichtig, seinen Schutzengel, seinen Erzengel, was auch immer, geistige Welt, die geistigen Helfer, die aufgestiegenen Meister, das ist Jesus, Maria, Padre Pio, Saint-Germain, das sind alles die aufgestiegenen Meister oder die heilige Bernadette, die heilige Rita, und es gibt unzählige, die heilig gesprochen wurden. Es gibt die Heiligen und es gibt die Seligen, ihr Lieben. Und also bei den Heiligen muss nachweislich sein, dass sie durch ihre Fähigkeiten mindestens einen Mensch geheilt haben. Dann werden sie heilig gesprochen, wie Jesus es gemacht hat, Maria, der Padre Pio, ja, alle haben sie geheilt. Aber das muss nachweislich sein. Ja, diese Menschen haben auch gelebt und sind dann zu Heiligen von der katholischen Kirche zu Heiligen gesprochen worden. Die Evangelien glauben zwar an die Maria, aber nicht an die heilige Maria. Zum Beispiel, ja. Gut, das kann jeder machen, wie er will. Aber wichtig ist, dass wenn du mit den Engeln arbeiten möchtest, wenn du anfängst, mit ihnen den Weg zu gehen, wenn du darum bittest, um die Hilfe, um die Liebe und um die Führung, dann musst du sie in dein Leben einladen. Das heißt, beim Engelseminar werde ich euch die Namen eurer Schutzengel sagen und ich werde euch von Anfang an sagen, welcher Erzengel euch persönlich durch das Seminar begleitet, beziehungsweise welcher Erzengel mit mir dieses Seminar leiten. Das werden wir ganz am Anfang machen, dass ihr den Namen habt, dann werden wir gemeinsam eure Schutzengel und euer Erzengel und vielleicht noch euren aufgestiegenen Meister oder euer Krafttier, ich weiß nicht, wer noch kommt, werden wir gemeinsam in einem Ritual herzlich in eurem Leben willkommen heißen. Wir werden sie um Hilfe, Liebe und Führung bitten. Und dann machen wir die erste Reise zu deinem Engel. Das ist eine wunderschöne Reise. Du wirst das erste Mal Kontakt mit deinem Engel haben. Du wirst das erste Mal mit deinem Engel sprechen können. Und du wirst vielleicht zum ersten Mal ein wunderbares Geschenk von deinem Engel erhalten. So eröffnen wir dieses Engelseminar. Ich werde jetzt nicht alles erzählen, was wir da machen. Aber das ist immer der schönste Moment oder einer der schönsten Momente, der ergreifendste Moment. Und vor allen Dingen ist das der Moment, wo die meisten, die im Seminar teilnehmen, ihren Engel zum ersten Mal spüren. Und dieses Gefühl, diese Liebe, kann man nicht erklären. Das muss man selbst erlebt haben, weil in der ganzen deutschen Sprache gibt es keine Beschreibung, keine Wörter, die dieses Gefühl, die diese Liebe beschreiben kann. Es ist mehr als exorbitant. Ich kann es nicht beschreiben. Ihr müsst es erleben und die meisten werden das auch erleben. Die erste Berührung mit eurem Schutzengel, mit eurem Erzengel. Bei dem einen oder anderen kommt auch ein Verstorbener und verabschiedet sich vielleicht nochmal oder hat noch irgendwas zu sagen. Diese Reise ist, ja, ich kann es nicht in Worte beschreiben, ihr müsst sie einfach mitmachen. Und das mache ich nochmal kurz vor Weihnachten. Jeder bekommt auch diese Reise, bekommt jeder. Ich kann damit nach Hause nehmen, kann immer wieder diese Reise machen, die Reise zu deinem Engel. Ja, es rappelt in der Kiste. Hallo, wen habe ich in der Leitung? Hier ist die Beatrice. Hallo, hier ist die Gabi. Hallo Gabi, schönen guten Abend. Also es war jetzt etwas schwierig zum Durchkommen. Ehrlich? Ja, also es ist etwas
verwirrend mit den Ansagen, an welchen Knopf musst du drücken. Vielleicht kommen die Leute wegen dem nicht so durch. Ach so, okay. Ja, haben wir da aber ein neues System, das weiß ich gar nicht. Also du hast ganz normal die 0901 577 57 gewählt? Ja, und dann musst du zuerst wieder hören, was gesprochen wird, und dann musst du die 4 drücken und dann muss ich deinen PIN eingeben. Also es ist, okay. Wenn man das nicht so oft macht, ist etwas verwirrend. Okay. Aber danke für die Information, ich werde das weitergeben. Ja, also vielleicht ist das normal so, ich weiß nicht. Okay. Ich bin ja nicht so viel bei euch. Okay. Kavi, was darf ich denn für dich tun? Irgendwie klemmt es vor allem mit der Arbeit. Oh, dann gib mir mal dein Geburtsdatum ganz schnell. Ja, das ist 12.10.1962. Mhm. Du bist eine vage Frau. Du bist eigentlich sehr umgänglich, du redest gerne, du bist sehr, ja, ich sage immer, die vage Frauen sind wunderschön und sehr erotisch. Oh. Ja, ne? Ja. Siehst du, genau. Du kommst sehr gut an in deinem Umfeld, ja, es gibt Menschen, die gucken dir nach, weil du einfach eine besondere Ausstrahlung hast, was ich an deinem Geburtstag erkennen kann. Ja. Okay, so, was möchtest du jetzt wissen, meine Liebe? Vor allem habe ich Mühe mit Arbeit. Mhm. Du suchst Arbeit oder willst wissen, wie es da weitergeht, wo du arbeitest? Was ist deine Frage? Also ich denke, dass mit der Suche bin ich auch ein bisschen dran. Habe ich dann in der Innerschweiz ein bisschen rumschauen, was wichtig ist. Das wäre mir noch, weil dort, wo ich bin, das ist nichts für mich. Das ist, also du arbeitest, aber da willst du nicht bleiben? Ja, nein, das macht mich irgendwie krank. Okay. Aber darum bin ich irgendwie wie blockiert dort. Das ist so. Okay, dann guck mal, du konzentrierst dich jetzt auf deine Arbeitsstelle, wo du jetzt arbeitest, und wir gucken jetzt ganz neutral, wie es da für dich weitergeht. Und da müsste bei mir jetzt schon die Kündigung kommen, ja? Ja. Okay, dann konzentrier dich auf deinen momentanen Arbeitsplatz, wie es da weitergeht, und dann gibst du mir einen Stopp, bitte. Stopp? Jawohl, danke schön. Ja, da habe ich also auch die Falschheit liegen, ja. Da fühlst du dich gar nicht wohl, oh mein Gott. Ja, ist das sicher. Ja, da bist du voll im Tal der Tränen. Ja, aber ich sehe eine neue Arbeitsstelle, wirst du bekommen, da liegt der Arbeitsvertrag, du bleibst da nicht und du gehst weiter weg. Wie weit ist es weg, wo du dich jetzt beworben hast? Also ich bin jetzt in Zürich. Ja. Und das wäre wieder zurück in die Innerschweiz, würde ich gerne, weil ich habe das Gefühl, dort ist die Seele ein bisschen mehr zu Hause. Okay, weil das ist weiter weg von da, wo du jetzt bist. Ja, also das wäre Luzern. Mhm. So in dem Bereich habe ich jetzt geschaut. Ich habe eine Bewerbung draußen, aber ob es dort etwas gibt, das weiß man ja dann auch nicht. Ja, also ich sehe, dass du Zürich verlassen wirst. Und ich sage dir spätestens im Frühjahr, spätestens. Ja. Ja, und ich glaube, dass das aber relativ schnell geht mit dem neuen Arbeitsvertrag. Aha, ja. Dass es dort etwas Neues kommt. Weil hier liegt schon der Tod, hier liegt schon, dass du da, wo du jetzt bist, auf dem schnellsten Weg aufhören wirst. Ja, also lieber gestern wäre morgen. Das glaube ich dir, ja. Wie lange bist du schon in dieser Firma? 2 Jahre, aber das hat irgendwie kein Konzept und nichts irgendwie. Und seit etwa einem Jahr, also mir ist auch körperlich, ist mir ausgelaugt. Ja, es ist schwierig, wenn man in einer Firma arbeitet, wo es kein Konzept, keinen Plan gibt, wo sich niemand um irgendwas kümmert. Das ist scheiße. Und das, Aber eben, wenn es wirklich etwas kommt, dass ich wirklich in der Innerschweiz, dass ich am richtigen Ort oder richtige Gegend suche, das ist ja schon hilfreich. Genau, das ist richtig. Also du bist am richtigen Ort. Genau. Ja. Und, also die ist, wo ich jetzt beworben habe, gesehen ja dann, muss ich ja Geduld haben. Genau, muss noch. Gut, das ist aber eine schwierige Zeit, so Ende des Jahres. Es ist meistens Einstellungsstopp oder irgendwas, ja. Meistens ist es dann wieder zum 1. Januar oder so.
dass dort genau. wieder etwas kommt. Aber es ist ja egal, du, vielleicht kriegst du schon ein Vorstellungsgespräch und vielleicht kriegst du dann schon mehr Informationen, dass du vielleicht ein bisschen mehr in die Sicherheit kommst. Ah ja, aber wenn ich also am richtigen Ort suche, dann bin ich ja schon, richtig. Schon ein Stück weiter. Also Zürich ist es nicht. Nein, ja, okay. Mach nicht, bin ich froh. Ich bin kein Zürcher. Okay. Nein, das ist gut. Hast du noch eine Frage? Dank. Alles gut? Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Und kannst mir ja mal ein kurzes Feedback geben, ja? Ja, machen wir. Okay, danke, super. Vielmals. Gerne. Ciao, Gabi. Ciao. Danke dir auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, 0901 577 577 450 pro Minute aus allen Schweizer Netzen. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch etwas auf dem Herzen habt, wenn ihr etwas verändern wollt oder ihr wartet auf irgendeine Veränderung, ihr wisst, es kommt irgendwas, ihr habt so ein komisches Gefühl in der Magengegend, da kündigt sich das meistens an. Das ist irgendwie so eine Unruhe, so eine innere Unruhe, so ein ganz komisches Gefühl. Man kann es aber meistens nicht beschreiben und spürt aber, dass irgendwas im Kommen ist. Ja, und das, ich war vorhin beim Engelseminar, ihr Lieben, das ist eines meiner Lieblingsseminare, weil das einfach, ja, da kriege ich ganz, ganz tolle Informationen. Das ist so einfach meine Energie, diese Engelarbeit, diese Energiearbeit, was wir da alles so machen, diese Rituale dann und mit der Kerze, mit den Kerzen arbeiten. Ja, das ist also sehr liebevoll und das ist vor allen Dingen, dieses Seminar mache ich auch immer für Menschen, die so hochsensibel sind, die sich nicht trauen oder die ihren eigenen Fähigkeiten nicht trauen. Da habe ich auch ganz viele, die sehr viel gute Fähigkeiten haben, sie aber nicht nutzen, weil sie einfach Angst haben. Ich verstehe das aber auch, wenn man so ganz alleine mit seinen Fähigkeiten ist, man kriegt kein Feedback, man spürt was, aber man ist unsicher, ist es jetzt richtig, war das jetzt mein Kopf, war das ein Engel, war das der Teufel, ja. Man weiß, dass da irgendwas anders ist und man hat das Gefühl, es ist was in dir drin, wo dir irgendwas sagen will, aber ist es richtig? Das kann ich doch nicht, ich bin doch nicht so gut. Ja, dann kommen diese Sprüche. Und da kann ich nur sagen, das ist für Menschen, oder für es meistens sind ja die Frauen auf dem Engelseminar, die diese Fähigkeiten haben und die dann wie so eine Stütze an der Hand haben. Wenn ihr dann aus diesem Engelseminar rausgeht, ja, das ist auch so der Weg in ein Stück der medialen Freiheit, sage ich immer. Weil dann hast du das Gefühl, du hast den ersten Kontakt gehabt, du weißt, wer dein Engel ist, du weißt vielleicht mit welcher Farbe, wie er aussieht. Irgendein Merkmal wirst du feststellen und wenn du dann nach Hause gehst, dann hast du wie so eine Stütze, das ist wie eine Krücke. Du weißt, der ist da, der hat sich gezeigt, hat mit ihm gesprochen oder du hast ihn gespürt. Und genau diese Energie wird immer die gleiche sein, wenn du dann zu Hause bist und ihn wieder spürst oder siehst. Und das ist eine große Hilfe, wo ich dann den Menschen an die Hand gebe, wo ich den Menschen in die Sicherheit gebe, dass wenn ich dann nimmer da bin, dass aber der Engel oder der Erzengel da ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles Seminar für die Menschen, die einfach ja, oft alleine sind, die zu Hause sind, die viel großes Wissen haben, spirituelles aber nicht umsetzen können, weil sie sich nicht trauen. Und für die alle empfehle ich das Engelseminar. Das ist sehr, sehr schön. Auch die Rituale, die ich euch mit an die Hand gebe, oder die Kerzenarbeit, Rituale und Kerzenmagie, das ist alles miteinander verbunden. Schöne Rituale, ihr Lieben, für euer Herz zu öffnen, für Dinge aus eurem Leben zu akzeptieren, in dem Moment loszulassen, in eurem Leben aufzuräumen. Wie sende ich eine Bitte ans Universum oder an meine Engel? Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Weil viele machen immer und immer die gleichen Fehler. Ja, es gibt so bestimmte Regeln, die muss man einfach einhalten, wenn man mit der geistigen Welt arbeitet. Und wenn man das nicht einhält, und dann funktioniert das nicht. Das ist einfach so. Und das kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, weil ich weiß, wie man mit den Engeln arbeitet.
So, ihr Lieben. Annalisa mit der 589 Kartenlegerin, Lebensberatung. Sie ist auch schon sehr lange im Shiva-Team mit der 589 erreichbar. Mein PIN ist die 565. Dann haben wir den Christian, unser Traumdeuter. Er analysiert und erklärt euch die Träume. Er arbeitet numerologisch. Dafür braucht er euer Geburtsdatum, vielleicht noch euren kompletten Namen. Und er macht Kartenlegen mit den Tarotkarten. 787 ist sein PIN. Dann haben wir die Evelyn mit der 595. Sie ist auch Kartenlegerin, hochsensibel. Das heißt, sie hat eine sehr hohe Energie, eine sehr feine Energie. Sie arbeitet mit dem mit den Zigeunern. Jetzt habe ich Schluck auf von der Apfelschorle. Sie arbeitet mit dem Zigeunerblatt in Verbindung mit ihrer eigenen Pendelmethode. Das ist natürlich eine ganz tolle Kombination, ihr Lieben. Kartenlegen, Pendeln, Energiearbeit, Engelsarbeit. Da seid ihr bei der Evelyn mit der 595 Gold. Richtig, wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Dann haben wir Lorenzo. Lorenzo kennt er von seinen Sendungen. Er ist, glaube ich, im November jetzt wieder da. Mit der 565. Er ist ein schamanisches Medium. Er ist hellwissend und er schaut euch in all eure Lebensgebiete. Keine Frage ist ihm fremd. Und auch er ist unser Traumdeuter. Das heißt, auch bei ihm könnt ihr euch eure Träume analysieren und erklären lassen. Da ist er gerade, unser Lorenzo mit der 7, 5 und die 5. So, dann haben wir die Marina mit der 7, 7, 5. Hellsichtige Astrologin, arbeitet aber auch mit Karten, mit dem Herzorakel. Sie schaut über die Planeten in euer Leben. Da braucht sie Geburtszeit, Geburtsdatum und Geburtsort. Und dann kann sie einen kompletten Radix lesen. 7, 7, 5. Dann haben wir die Malis mit der 7, 8, 9. Sie ist hellsichtig, sie macht Zukunftsberatung ohne Hilfsmittel. Malis arbeitet komplett über ihre Hellsicht. Sie braucht keine Karten, sie braucht kein Pendel, sie braucht niente, nada, nothing. Okay? Und sie kann euch alle eure Fragen beantworten, ob es die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft betrifft. Und sie kann euch noch, jetzt ist sie gerade ins Gespräch gerutscht, ihr Lieben, wenn sie frei ist, sage ich euch Bescheid. Dann haben wir die Shania, auch sie ist ein Engelmedium. Sie channelt euch Botschaften über ihre Engelkarten und ihre Einhornkarten, die ganz, ganz liebevolle, wunderbare Botschaften übermitteln. Sie macht mediales Kartenlegen mit ihren Lenormand-Karten und macht auch ganz sensible Energiearbeit über die 8, 7 und die 6. Dann haben wir die Sonja mit der 9, 5, 5. Sonja benutzt die roten Skatkarten für die Damen und die blauen für die Herren. Sie macht wunderbare Vollmondrituale und Räucherungen. Sie arbeitet mit ihrem wunderbaren Pendel und ist über die 955 erreichbar. Ja, zu mir ins Studio über die 0901 577 577 450 pro Minute aus allen Schweizer Netzen. Mein PIN ist die 565 und zwar heißt das hier Karten legen mit Herzleidenschaft und hoher Trefferquote. Ja, ihr Lieben, die letzten drei Tage ist es sehr ruhig. Keine Ahnung, woran es liegt. An mir liegt es nicht, das weiß ich. Aber was es ist, weiß ich auch nicht. Irgendwas schwirrt hier in der Schweiz rum. Weil es ist nicht nur bei uns ruhig, sondern auch bei den anderen. Ich habe heute Mittag mit sehr vielen gesprochen. Was mit vielen? Mit einigen gesprochen. Mit Millionen. Tausenden hast du gesprochen, gell, Schatz? Ja. Nix, niente, nothing, nada. So, aber wir kriegen das alles noch hin, ihr Lieben. Jetzt ist ja schon Witter. Also ich darf hier nichts essen, weil ich hier auf Sendung bin. Ah, das Dessert, okay. Ich esse nachher auch noch. Ich habe noch schön einen guten Bohneneintopf von meiner Mama. So, ihr Lieben, wer hat denn noch irgendwelche? Ich habe jetzt euch wirklich sehr viel... es rappelt in der Kiste. Hallo, wen habe ich in der Leitung? Hier ist die Beatrice. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend, Beatrice. Hoi.
Ich bin die Rosi. Ja. Und ich möchte gern, ich muss ja das Geburtsdatum sagen. Ja, das wäre sehr nett. Dankeschön, ja. Ja. 9.5.1952. Ja. Und was darf ich dir schauen oder was möchtest du wissen? Ja, wie es mit meiner, mit mir weitergeht in den 2018. Und in welchem Thema? Mit dem medialen Arbeiten. Ah, okay. Rosi, kannst du mal den Fernseher hinter dir einfach lautlos stellen? Okay, mach das wäre sehr nett, ja. Also du arbeitest schon medial und möchtest jetzt einfach wissen, wie es da weitergeht, vielleicht noch, was du an Fähigkeiten hast. Ja, genau. Weißt du, du bist, also von den Zahlen her, bist du eine alte Seele. Du hast sehr viel Karma mitgebracht. Ja. Ja, warte, Moment. 13, 4 und die 9. Was halt bei dir noch schwierig ist, du hast sehr große Probleme, dich zu konzentrieren, dich auf irgendetwas längere Zeit in Ruhe zu konzentrieren. Ja? Du genau, bist innerlich das ist mein Problem. Ja, ich weiß. Du bist innerlich immer sehr hibbelig, du bist immer am Denken, tausend Gedanken. Ja, und du tust dich selber oftmals in die negative Energie stürzen, weil du es dann bei dir irgendwann kippt es um von den Gedanken. Genau. Okay, warte, wir gucken mal. Konzentrier dich mal auf deine mediale Arbeit, auf deine Fähigkeiten und wie es bei dir auf dem spirituellen Weg weitergeht. Und dann gibst du mir einen Stopp, bitte. Stopp. Jawohl. Ja, siehst du, die erste Karte ist der Turm, das ist bei mir die volle Unruhe. Und da drauf ist der Narr, das heißt, du suchst auch immer wieder nach Neuem, ne? Ja. Ja, ich weiß. Uiuiui. Hast du schon mal ein Seminar besucht? Ja, habe ich schon, ja. Okay. Ich habe vorhin von dem Engelseminar gehört. Und ja. Weißt du, vielleicht bringt mich das in die Ruhe. Ich wollte gerade sagen, du brauchst etwas auch mit dieser Reise, die ihr dann von mir bekommt, auch mit, um nach Hause zu nehmen, um immer wieder den Kontakt mit deinem Engel. Du kannst ihn jederzeit fragen, du kriegst immer Antworten. Und das ist etwas, wo du machen musst. Und bei dir ist es wie bei mir. Ich bin eine 5 in der Numerologie und du hast 4 Fünfen drin. Das heißt, deine Unruhe, das ist schon hypernervös manchmal, ja. Hier hast du die Hohe Priesterin liegen, das heißt, du hast sehr gute Fähigkeiten, aber du bist sehr unsicher noch. In deinen Gedanken der Eremit, der Gehängte und die Karte, die Selbstzweifel. Die müssen wir ausräumen. Du darfst nicht immer nur denken, sondern du musst es auch umsetzen in Handlungen. Verstehst? Ja, verstehe, ja. Okay. Du hast sehr gut, jetzt habe ich wieder den Stern der Magier. Du musst auch den Menschen auf der energetischen Ebene helfen. Mhm. Weil du hast diese Fähigkeiten, Menschen zu heilen im Sinne von, dass du ihre Selbstheilungskräfte aktivieren kannst. Ja, das weiß ich. Mit dem arbeite ich schon. Mhm. Nur möchte ich noch etwas mehr. Du willst noch mehr dazu machen? Ja, einfach. Also machst du nur dieses energetische Heilen oder machst du jetzt schon Kartenlegen, Numerologie oder was auch immer? Ich habe alles schon ich mache was, aber nicht regelmäßig, so soll ich, kann ich das sagen. Okay, also du machst aber was? Aber ich habe von allem eine Ahnung. Wenn ich was mache, wenn ich euch zuschaue, dann ist das bei mir immer so, das kenne ich schon, das ist wie ein, was in mir drin ist und trotzdem kann ich mit dem nichts anfangen, weil ich es nicht gelernt habe. Das wollte ich gerade sagen. Trotzdem kenne ich. Ja, du bist an einem 9er Tag geboren. Das heißt, A, bist du eine alte Seele, B, hast du viel Karma mitgebracht, also viele Aufgaben. Du bist auch schon mit vielen Menschen kollidiert, in irgendeiner Art und Weise, was auch zu deinem Leben gehört.
Und es ist sehr wichtig, dass du, also du bist für mich so eine alte, weise Seele. Mhm. Und daher weißt du auch dieses Wissen. Das ist wie manche mediale Arbeiter oder Berater, die sehr viel gelesen haben, aber die das Wissen nur im Kopf haben, die es nicht in ihr Leben integrieren können, weil sie nicht wissen, wie es geht. Ja. Die Karten sagen ganz klar und deutlich, such dir einen Meister oder eine Meisterin, die ja, dich ein großes Stück auf deinem Weg begleitet. Mhm. Weil du kannst so viel, ja, wie zum Beispiel Kartenlegen, Numerologie, Energiearbeit, Engelarbeit. Wenn du das alles so ein bisschen miteinander kombinierst, mhm, wirst du mal eine sehr erfolgreiche Beraterin. Nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von anderen Menschen helfen. Ja. Ja, und das ist auch deine Aufgabe, weil du hast, die Zielzahl ist die 9, das ist dein Ziel im Leben und du, mhm, musst in die Ruhe kommen, du musst öfters mal in das Leben eines Eremiten gehen. Mhm. Ja, auch, also nicht nur die Türen zumachen und niemand reinlassen, sondern nach innen gehen. Mhm. Und das geht zum Beispiel super über die Reise zu deinem Engel, weil du kannst keine Meditation machen, wo nur Musik ist. Da schweifst du ab oder du schläfst ein. Stimmt. Ja, du brauchst eine CD, mhm, wo du einer Stimme folgst und wo du dich auf diese Stimme konzentrierst, was du machen musst. Mhm. Nur so kannst du in die Ruhe kommen, über Meditation. Ja. Ja, weil, mhm, weißt du, wenn deine Fähigkeiten, die sind phänomenal. Nur ich sind, habe auch den Skorpion. Wow, Aszendenten. Ich auch. Also du bist Stier mit Aszendent Skorpion. Ja. Super, ich bin Jungfrau mit Aszendent Skorpion. Das sind natürlich sehr starke Menschen. Obwohl aber normalerweise, gut, es kommt jetzt darauf an, wo dein Mond ist. Ja, in welchem, bei mir ist zum Beispiel der Löwe im Mond. Weißt du das auch? Im Moment nicht. Weißt du nicht, okay. Weil doch, von ich habe das Blatt nicht von mir, ich weiß es nicht auswendig. Ah, okay, kein Problem. Weil Stier und Skorpion sind eigentlich zwei, das sind keine Angreifer. Das sind eigentlich Verteidiger. Der Stier ist ja sehr ruhig und sehr still. Der bewegt sich ja nur, wenn eine Kuh oder ein rotes Tuch kommt. Und der Skorpion ist auch immer im Sand und ist sich nur am Verteidigen. Er greift nie an. Ja, und deine Unruhe kommt woanders her. Deine innere Unruhe, die passt nicht zu dir. Die passt zu der Numerologie, diese 3 Fünfen. Ja, das ist dieses Unkonzentrierte. Und du willst immer, weißt du, du liest ein Buch, da fängst du an, die ersten 2 Seiten, dann interessiert es dich nicht mehr. Ja, dann musst du wieder was anderes machen. Ja. Ich kenne das von mir. Ja. 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 Oder du bist dann so stinkfaul, dass du gar nichts machst. Ja, du willst im Kopf, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, aber du kriegst nichts geregelt. Und das sind so, ja, Zeiten, da darfst du dich auch nicht verurteilen, ja, dann musst du einfach so sein lassen. Mhm. Und du musst wirklich dich disziplinieren und konzentrieren, sonst kriegst du es nicht hin. Mhm. Also das Engelseminar, mhm, wo ist das, in Basel oder, mhm, in Luzern? In Basel? Nein, das ist in Basel am 17.12. 17.12. Mhm. Ich gebe dir gerade die Nummer vom Sekretariat, die steht hier unten. Mhm. Das ist die, 0, ja, die 061, mhm, 331 1817. Okay. Hat es noch Platz? Ja, natürlich. Da hat es noch, aha, Platz. Um welche Zeit geht es? Es ist immer von 10 bis 17 Uhr. Ja, und wir machen keine Mittagspause, ich mache nur ganz kurz, dass wir, mhm, schnell durch sind und nicht aus der Energie rausgehen. Ja, ja? Ich mache, ja, immer so kurze, mhm, 10 Minuten Pause für eine Rauchen, schnellen Kaffee, schnell Toilette und gleich geht's, mhm, weiter. Ja, okay. Das super. Ist ja, und dann könnt ihr auch abends früher zurückfahren. Mhm. Sehr schön. Das, okay, würde sehr gut tun, dieses Engelseminar, das weiß ich jetzt schon. Und, mhm, du wirst lernen, dich selber in die Ruhe zu bringen. Ja, da können wir noch weiterreden. Genau, und das ist sehr wichtig.
über mich erzählen, was ich noch muss. Das, da werdest du dir ganz viel, du wirst ganz viel bekommen, Informationen von deinem Engel. Ja, und okay. Da wird auch unter anderem ein göttlicher Anschiss dabei sein. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber liebevoll, ich sag's liebevoll. Aber nein, Jesus ist mir schon mal begegnet. Er hat mich schon mal aus meinem... Tief rausgeholt. Aus einer sehr, sehr brenzligen Angelegenheit befreit. Also, dann hast du ja schon mal so eine Erfahrung gemacht, ne? Ja. Super. Ja, ja, ich habe schon viele Erfahrungen. Nur ich finde die Ruhe nicht. Ja, du findest und die Ruhe nicht. Und den Einstieg zum Geistigen, zur geistigen Welt, zu den Seelen. Okay, ich gebe dir jetzt einfach mal eine Ruhefrequenz. Und zwar, hast du was zu schreiben? Ein ja. Minus? Ja. 5, ja. 497. Ja. So, diese Ruhefrequenz, die nimmt, also du schreibst sie auf einen Zettel und du liest sie immer, du sagst sie dir immer, dass so, dass deine Gedanken in die Ruhe kommen. Du setzt dich hin und fängst an mit 5,497. 5,497. Das ist wie Rosenkranz beten. Mhm. Ja? Und du wirst sehen, wie deine Gedanken runterfahren und wie du immer stiller wirst, wie du immer mehr in die Stille gehst. Mhm. Ja? Du fängst es an zu üben. Mhm. Mach okay? Ich. Versuch es mal und wenn irgendwas ist, kannst du mir gerne auch mal ein Feedback geben. Mhm. Ja? Mach ich. Sehr ja. gut, super. Und bei dir ist ganz arg Erzengel Uriel. Uriel? Uriel ist der Engel des Friedens und der Engel, wenn du eine berufliche oder irgendeine Veränderung, was mit Beruf, mit Hobby, mit Berufung zu tun hat. Mhm. Der ist im Moment sehr stark bei dir, lass dich von ihm führen. Okay, wunderbar. Ja? Sehr schön. Mhm. Okay. Das gefällt mir jetzt. Beatrice, mach weiter so. Dankeschön. Und du auch. Und ich freue mich, dich kennenzulernen. Dich kennenlernen zu dürfen. Ja? Ja. Okay, super. Ja, alles Liebe. Ich freue mich auch. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Abend ciao. Noch. Ciao. Danke dir auch. Tschüss. Ja, ihr Lieben, dann sind schon zwei, die jetzt zum Engelseminar kommen. Ihr seht, wenn ich das so erzähle, was auf so einem Engelseminar abgeht, das ist ganz, ganz wichtig. Mit den Engeln will jeder arbeiten. Die Engel, das kennt ihr, da werdet ihr auch groß mit. Wir beten zu den Engeln. Ja, wir lernen in unserer Erziehung, in unserer Religion, arbeiten wir mit Engeln. Das ist also nichts Fremdes für uns. Damit können wir uns identifizieren. Damit können wir etwas anfangen. Nur das Problem ist halt immer, dass wir natürlich als Kind schon beigebracht bekommen, dass die Engel ja ganz da oben sind und wir ganz da unten und die Hölle noch weiter unten ist. Ja? Ihr Lieben, es gibt kein Himmel, es gibt keine Hölle. Also ich sage ja auch immer, die da oben, das ist, weil man das einfach so beigebracht bekommen hat. Aber sie sind um uns herum, nur in einer anderen Schwingung. Ja? Und die sind auch in eurem Haus, in eurer Wohnung, in eurem Auto. Wenn ich zum Beispiel jetzt morgen habe ich noch Sendung, am Samstag fahre ich ja morgens so gegen 7:30 fahre ich nach Luzern. Das heißt, ich bete morgens, bitte ich meine Engel in Form eines Gebets. Ich bitte sie, mich auf dieser Fahrt den ganzen Tag zu begleiten und abends mit mir wieder im Auto zurückzufahren. Dann mache ich die Autotür auf, dann sage ich, hopp Jungs, einsteigen. Dann warte ich ein paar Sekunden, dann sage ich, jetzt sind die alle drin. Dann gehe ich rein, dann habe ich aber ein gutes Gefühl. Dann weiß ich, ich werde beschützt, ich bin nicht alleine im Auto. Und wer das kennt, es gibt Situationen, man ist unaufmerksam manchmal. Man träumt vor sich hin. Ja, es ist vielleicht nichts auf der Autobahn los oder dann ist alles so langweilig. Ja, dann fängt man an, auf einmal zu träumen. Du bist überhaupt nicht mehr bei der Fahrt dabei. Mir ist das schon sehr oft passiert, dass ich von ihnen in einer Schrecksituation wirklich beschützt wurde. Ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, dass die mein Auto gelenkt oder gebremst haben. Sonst wäre ich irgendwo voll reingeknallt. Das sind Dinge, wenn man die mal erlebt, dann weiß man, dass man von oben beschützt ist. Aber man muss ihnen auch
das Vertrauen entgegenbringen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man lernt, mit ihnen zu arbeiten, wenn man den Erfolg sieht und wenn man lernt, ihnen zu vertrauen. Auch wenn ich sie nicht sehe, wenn ich sie nicht höre und wenn ich sie im Moment nicht spüre. Aber ich weiß, dass sie da sind. Ich weiß, dass sie bei mir sind und ich weiß, dass sie in meinem Auto sitzen. Und da kann der eine jetzt sagen, oh, was ein Scheiß, was ein Humbug, was erzählt die Alte denn da vorne? Ja, das ist, spielt überhaupt keine Rolle, ob du daran glaubst oder nicht daran glaubst. Es kommt irgendwann der Tag, da landen sie alle, auch die Nichtgläubigen, auf den Knien und bitten den liebe Gott um Hilfe. Dieser Tag kommt alle, bei allen. In dem Leben, im nächsten Leben spielt keine Rolle. Aber dann wird es zu spät sein, weil der liebe Gott hat dir schon ganz, ganz viele Informationen, Zeichen geschickt und du hast es nicht wahrgenommen, weil du einfach so verbittert und so, ja, so versteinert einfach den falschen Weg weitergegangen bist. Es ist deine Entscheidung, es ist eure Entscheidung. Ihr müsst über euer Leben entscheiden. Ihr müsst aber auch dafür die Konsequenzen tragen. Ich nicht. Ich trage meine Konsequenzen, aber ich weiß ja, wie ich damit umgehen muss. Ich muss nicht jedem Menschen das Glück ins Leben bringen. Ich muss nicht alle Menschen glücklich machen. Und dieses Piep, 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 wir haben uns alle so lieb, das ist gar nicht meine Schiene, ja. Ich will auch gar nicht alle Menschen lieb haben. Ich wünsche niemand was Böses, aber manche Menschen sehe ich lieber von hinten wie von vorne und da stehe ich auch dazu. Was? Warum lachst du jetzt, Schatz? Von meiner Schal? Aber ich glaube nicht, Schatz, weil es war nicht am Ding. Ich weiß auch nicht, kann, weil ich habe das mit einer Nadel festgemacht. Aber kann schon sein, dass ich jetzt so in meinem Element war, Schatz, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Das kann die Energie von meinem Engel sein, der mich hier... Also ich habe jetzt meinen Engel hinter mir. Ich habe ihn hinter mir und ich spüre ihn in meinem Rücken, dieser Energie. Und wenn er da ist, es ist ein Bestimmter, der jetzt da ist, und da freue ich mich natürlich... Und dann weiß ich, dass ich euch gerade die richtige Information gegeben habe. Weil heute habt ihr Glück, heute haben wir nicht viel los. Und ich kann euch ich gebe euch gutes Wissen weiter. Und dafür bin ich auch sehr bekannt, ihr Lieben. Ich sage es euch knallhart, ob ihr das hören wollt oder nicht. Dann müsst ihr halt den Fernseher ausmachen, aber ich höre nicht auf zu reden. So ist es im Leben. Es gibt noch eine Möglichkeit, ich sage immer, das Leben ist wie ein Buffet, ja? Da ist alles drauf, was wir brauchen, was wir wollen. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich zum Beispiel gehöre zur ersten Kategorie, und zwar, ich nehme mir das vom Buffet. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die heben das auf, was andere weggeschmissen haben. Weil sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, weil sie falsch sind, weil sie hinterlistig sind, was auch immer sie sind. Ja? Jeder darf sein, wie er will. Aber nicht in meinem Leben rumpolen. Ja? Da ziehe ich eine Grenze. Jeder kann machen, was er will. Jeder kann sagen, was er will. Aber nicht in meinem Leben. Und das müsst ihr lernen, ihr Lieben. Diese Menschen sind vielleicht schon sehr oft hingefallen. Diese Menschen haben es nicht gelernt, ihr Selbstwertgefühl, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Diese Menschen wurden vielleicht von ihrer eigenen Familie schon immer ausgenutzt oder sie waren schon immer der schwarze Peter in der Familie. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Erklärungen, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Aber diese Menschen sind eigentlich zu bemitleiden. Das sind verlorene Seelen.
Es sind niedere, ja, mit niederem Denkniveau, mit niederem Bewusstsein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Mensch an sich schlecht ist. Nein, jeder Mensch hat ein gutes Herz. Jeder Mensch hat den göttlichen Funken. Es geht hier um Eigenschaften. Eigenschaften sind erlernbar. Eigenschaften kann man anerzogen bekommen. Eigenschaften kann man übergestülpt bekommen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es kommt auch immer darauf an, aus welchem Eltern- oder Elternhaus diese Kinder kommen. Wie wurden sie erzogen? Was wurde ihnen vorgelebt? Wie ist man mit ihnen umgegangen? Das ist keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Menschen, die anderen Menschen wehtun, ja? Oder andere Menschen belügen. Dafür ist es keine Rechtfertigung. Aber irgendwo liegt ja die Ursache. Nur diese Menschen werden nie nach der Ursache suchen. Sie werden immer so weitergehen. Und daher musst du, wenn du stark bist, du kannst die Hilfe anbieten, die werden sie aber nicht nehmen. Schatz, ich hab's nicht, das ist nicht... Ah, soll ich? Und ist es? Aber es ist nicht da. Guck, du kannst... Ja, genau. Ja, mach. Spreng alles in die Luft. Hä? Ja, genau. Flasche leer. Okay. Ah, jetzt kommt mein Werbeblock, ihr Lieben. Wir müssen da was tauschen. Der Werbeblock kommt jetzt von mir und ich sage Mats ab. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich darf euch gerne mitteilen, dass ihr euch jetzt zu meinen privaten Beratungen anmelden könnt beziehungsweise eines meiner wunderbaren Seminare besuchen könnt. Nehmt euch einen Stift und ein Stück Papier und schreibt euch diese Daten raus, die euch interessieren. Und ich freue mich, euch recht herzlich in der privaten Beratung beziehungsweise auf dem Seminar euch begrüßen zu dürfen. Mua, eure Beatrice. Für Informationen und Anmeldungen könnt ihr euch im Shiva-Sekretariat melden unter der Rufnummer 061 331 1817 oder per E-Mail info@shiva.tv und ich freue mich auf euch. Ja, ihr Lieben, wir haben noch 15 Minuten. Ich hoffe, ich habe jetzt euer Interesse irgendwo ein bisschen geweckt. Spirituelles Arbeiten ist immer sehr schwierig, weil man da seinen Weg gehen muss. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese große Tür aufmache in diese andere Welt, in dem Moment, wo ich diese Tür aufmache und den Kontakt zur anderen Welt suche und finde, in dem Moment wird sich dein Leben verändern. Wenn du diese Tür aufgemacht hast, aus eigener Erfahrung, spreche ich das jetzt, dann wirst du den Schritt nicht mehr zurück machen können. Das funktioniert nicht. Wenn du diese ersten Kontakte hast mit den Seelen, mit den Engeln, mit den aufgestiegenen Meistern, mit den Göttinnen, mit den Krafttieren, mit was auch immer, aus der anderen Welt, dann wirst du das immer haben wollen.
Du wirst diese Energie, kannst du mit nichts auf dieser Erde vergleichen, mit gar nichts. Die Mutterliebe ist schon sehr stark und wenn man sich das erste Mal verliebt, das ist noch viel, viel stärker. Diese Schmetterlinge, und das sind schon Wahnsinnsgefühle, die man schon fast nicht beschreiben kann. Aber diese Begegnungen mit den Engeln, mit den Schutzengeln, mit den Krafttieren, mit den Verstorbenen, das kannst du nicht beschreiben. Das geht gar nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Deshalb überleg dir genau, weil wenn du diese Tür öffnest, wenn du sie wirklich öffnest aus dem Herzen, nicht weil du irgendwie Dollar machen willst oder weil du meinst, du müsstest dir hier einen Namen ergattern oder was auch immer. Hier geht es darum, mit dem Herzen diese Tür aufzumachen. Mit dem Herzen diese Seelen zu berühren. In dem Moment, wo du das gemacht hast, dein erstes Mal, wirst du die Tür nicht mehr rückwärts gehen oder durch die Tür nicht mehr rückwärts gehen. Du wirst weitergehen und es werden sich sehr viele Menschen aus deinem Leben verabschieden. Weil nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Intus von Wissen, Intus von Erfahrungen, wirst du die Menschen nicht mehr verstehen. Du wirst es nicht mehr begreifen, was, über was die sich unterhalten, was denen Menschen so wichtig ist. Und du wirst dich wirklich nur noch auf das Wichtige konzentrieren. Aber dir ist es egal, ob du jetzt einen BMW oder einen VW oder was weiß ich fährst. Du legst auf solche Dinge keinen Wert mehr. Du spürst, dass sich etwas verändert. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber du lernst zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig für mich im Leben und was demonstriere ich für die anderen, dass sie mich anerkennen. Was tue ich alles dafür auf der materiellen Ebene, dass andere Menschen sagen, oh, dein geiles Auto, boah, den geilen, was weiß ich, ja. Das ist nicht mehr wichtig, ihr Lieben, weil ihr werdet feststellen, dass die Menschen euch auf dieser spirituellen Ebene nicht helfen können. Sie können euch nicht weiterbringen, sie können euch helfen, Erfahrungen zu machen, das ist gar kein Thema. Aber ihr werdet da mit anderen Menschen in Berührung kommen. Es werden andere Menschen euer Leben betreten, weil ihr vom Bewusstsein her in andere Dimensionen geht. Ihr macht diese Bewusstseinsschritte nach oben. Viele Menschen gehen diesen Weg nicht. Viele Menschen sagen, das ist Humbug, das ist Mist, ja, das gibt es nicht. Lasst sie gehen, lasst sie einfach laufen, ihr könnt nicht missionieren. Jeder Mensch muss bereit sein, diesen Weg aus sich, von seinem Willen zu gehen. Du kannst niemanden überreden, mach es so oder mach es so. Der wird es nicht machen. Es wird sich auch kein Mensch für dich oder für jemand anderes ändern, niemals. Wenn einer fremd geht, dann geht er in 10 Jahren noch fremd, außer er trifft die richtige Frau, für die er es alles aufgibt. Das muss aber nicht du sein, das muss auch nicht ich sein. Und er wird so lange fremd gehen, er wird so lange in anderen Betten rumhüpfen, bis er genau diese Frau kennenlernt, für die er alles aufgibt, für die er nie mehr in ein anderes Bett geht. Aber bilde dir nicht ein, dass immer du die bist, die diesem Mann dieses Gefühl gibt. Dann musst du nämlich was ändern, damit du solche Männer nicht mehr in dein Leben ziehst. So ihr Lieben, jetzt haben wir genug geredet. Die Regie ist ganz still geworden. Ja, da bin ich erschrocken, ne? Ich war jetzt gerade so in meinem Element. Ich könnte jetzt gerade weiterreden bis, was weiß ich. Aber wir haben nur noch 10 Minuten. Jetzt sagt die Regie, wenn die Regie schon sagt, leider nur noch 10 Minuten, dann war es gut, was ich heute Abend gesagt habe. Aber das habe nicht ich gesagt allein, ihr Lieben. Ich habe gerade sehr viel gechannelt von oben. Das merkt ihr, wenn ich in diese Ruhe komme.
ja, wenn ich, das, manchmal habe ich das Gefühl, das bin gar nicht ich, ja, wenn ich so rede wie ein Pfarrer. Ich finde es ganz schrecklich, weil ich bin normal jemand, der mit Händen und Füßen redet. Und wenn ich dann so in die Ruhe komme, wenn ich den Blick halte auf eine Stelle, dann könnt ihr darauf gehen, dass ich Informationen von oben bekomme. Aber das werdet ihr alles lernen, wenn ihr zu einem von meinen Seminaren kommt, ihr Lieben. Ich habe sehr viel Erfahrung. Und ich freue mich natürlich, euch dieses Wissen, euch das alles weitergeben zu können. Ja? Meine Seminare, die sind so gestaltet, dass ihr alles, was wir lernen, alles, was ich euch sage, auch noch in schriftlicher Form bekommt. Ihr kriegt die ganzen Seminarunterlagen. Und das finde ich immer wichtig, dass ihr immer nachlesen könnt. Es gibt auch immer, zu jedem Seminar gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, dass ihr euch untereinander helfen könnt, wenn irgendwas ist. Es ist immer jemand da in dieser Gruppe, der da ist und helfen kann. Das habe ich mit all meinen Seminaren, ist das so. Und das hat sich sehr gut bewährt, ihr Lieben, dass jede einzelne Gruppe hat ihre eigene, oder es ist die eigene WhatsApp-Gruppe. Ja? Ich brauche bestimmt bald 10 Telefone. Ja, weil ich mache ja nicht nur in der Schweiz, ich mache ja auch in Deutschland, zwischendrin auch in Österreich. Ja? Manchmal bin ich auch in Wien, weil da habe ich auch eine gute Freundin. Also einmal im Jahr Minimum bin ich in Wien. Ja? Aber das ist mir zu viel, ihr Lieben. Ich kann nicht alle Länder bereisen. Ja? Und in Deutschland mache ich auch sehr viel, bis hoch Frankfurt und runter Stuttgart, mit Seminaren, mit privaten Beratungen. Ich war jetzt vor 14 Tagen wieder in Frankfurt, bin jetzt wieder nächstes Wochenende in Merzig auf der Messe. Dann bin ich nochmal in Frankfurt auf einer Messe, auf einem Event, wo ich nochmal eingeladen bin. Also es ist schon sehr, sehr viel. Aber ich bin nie müde, weil die geistige Welt gibt mir Energie, sorgt dafür, dass es mir gut geht energetisch. Ich brauche auch nur 5 bis 6 Stunden Schlaf. Ich kann morgens nicht schlafen, ich bin morgens um 5 wach. Wer meine Facebook verfolgt, der sieht, dass ich morgens zwischen 4 und 6 fange ich schon an, meine Werbung zu posten. Ja? Aber das ist auch, muss ich halt auch sagen, ich habe halt ein sehr ausgeglichenes Leben. Ich muss sagen, mein geliebter Onkel Freddy, der sorgt schon sehr viel. Er nimmt mir sehr vieles ab. Und ich habe dann trotzdem sehr viel Zeit. Auch wenn ich wenig Zeit habe, habe ich trotzdem viel Zeit, mit ihm, mit meinen Tieren, einfach Zeit zu verbringen, etwas zu unternehmen. Oder einfach nur im Wohnzimmer zu sitzen, einen guten Espresso trinken und einfach nur reden. Ja? Einfach über reden. Oder wir spielen auch gerne dieses Karten, das ist ein Schweizer Kartenspiel, hat er mich jetzt gelernt. Da zocke ich den immer ab. Oder er lässt mich gewinnen. Ja, dann gehen wir auch oft auf den Golfplatz, ihr Lieben. Ich spiele kein Golf, aber ich fahre dann Caddy. Gehe mit dem Piccolo, darf der auch mit. Und dann laufen wir da auf den Wegen. Und Freddy spielt Golf. Ja, das ist so Zeit, wo man einfach miteinander verbringt. Ja, man muss ja nicht nur zusammenhängen und den ganzen Tag nur rumknutschen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach, dass man gemeinsam Dinge macht, die man gerne macht. Oder ich habe ein Buch dabei, sitze unten im Café, im Golfplatz und warte dann, bis er kommt und ich lese mein Buch. Ich habe ja mit meinem Handy, ist ja egal, wo ich bin, ich kann überall Hotline telefonieren, weil ich die Rufumleitung drin habe. Das heißt, auch wenn ich im Golfplatz sitze, kann ich Hotline telefonieren. Ich muss nicht immer zu Hause sein, um meine Arbeit zu machen. Und das finde ich natürlich wunderbar. Ja, ihr Lieben, man muss einfach flexibel sein. Es gibt für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und nicht in Problemen denken, sondern in Lösungsschritten denken. Ich mache jetzt mal meine Kerzen aus, dass der Wachs da, dass das wieder erhärtet. Boah, das stinkt. So sollte man eigentlich keine Kerzen ausmachen. Ich weiß, ihr Lieben. Aber ich habe so ein Ding nicht dabei, wo man so zumacht. Zu Hause habe ich das. Ja, yeah. Dankeschön, liebe Regie. Danke, danke, danke. Jetzt hat es nimmer gerappelt in die Kiste. Ne? Neu hat nimmer gerappelt in die Kiste. Aber egal, es war trotzdem eine schöne Sendung. Ne? Habe ich gut gemacht, oder? Komm, gib mir einen Lob, Schatz. Noch einmal.
So, ihr Lieben, wir haben noch 5 Minuten. Dann, ich habe morgen vielleicht ein Spezialthema für euch. Ich bin noch die Regie am Überreden. Ich muss dich noch überreden. Ich muss meine Überredungskünste. Ja. Ja, müssen wir noch machen, ne? Da müssen wir noch was machen, ne? Genau, also ich mache und du machen, ne? Genau, Schatz, das ist richtig. Also wir haben noch 6 Minuten. Ich nehme noch hier so ein... Also wenn ihr euch auf eines meiner Seminare anmelden wollt, ihr Lieben, auch die Numerologie, das ist so erklärt, also es versteht jeder, ich sag mal Idiot in Anführungsstrichen, ja, oder jede blonde Superblondine, weil ich bin ja manchmal auch schwer von Begriff, ich sitze ja manchmal auf der Leitung, ne? Ich kann zum Beispiel auch, ich verstehe manchmal die Witze nicht. Da bin ich aber schon bekannt in meinem Bekanntenkreis, wenn diese Witze hier durch WhatsApp gehen und dann gucke ich und denke ich, verstehe ich nicht. Dann schreibe ich zurück, zum Beispiel, ja, verstehe den Sinn nicht oder die Pointe nicht. Und dann kommen tausende Lachgesichter, weil die alle wieder wussten, aha, Beatrice sitzt wieder auf der Leitung. Ja, und so ist es mit manchen Themen, die verstehe ich einfach nicht. Ja, die will ich aber auch gar nicht verstehen. Ich bin auch kein Witzeerzähler. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann auch dieses Comedy, wen ich gerne sehe, ist zum Beispiel Habe Kerkeling. Aber das Anagramm dort, dieser, ah, wenn ich noch gern sehe, ist der Manama, der Türk. Wie heißt der? Ceylan. Den sehe ich auch gern. Aber sie hier so heller von Sinnen und so, da kann ich nicht ausstehen. Ja, so Leute geht nicht. Oder, ach, was weiß ich, wie die heißen. Oder der mit diesen Locken da, der Manta-Fahrer. Der mit der Brille. Der Mini-Bli. Ja, genau. Aber das ist nicht so mein Ding. Da gucke ich lieber in YouTube einen schönen spirituellen Film. Aber Freddy könnte schon kaputt lachen. Ja, ja, ich weiß wen. Der ist auch gut, ja, das stimmt. Und die Böse kann ich auch nicht gucken. Guckst du es auch nicht? Ja, ich auch nicht. Ja, du guckst ja Nix Flix, oder wie das heißt. Flix Nix. Wie heißt es? Ah, Netflix. Ich gehe gerne ins Kino. Mein letzter, was ich geguckt habe, war jetzt im Sommer Die Hütte. Es. Oh nee, sowas gucke ich nicht. Oder Chucky, die Mörderpuppe. Hä? Sowas guckst du? Ah. Okay, oh, das gucke ich gar nicht. Aber gut, das muss jeder... Du bist noch ein Jungspund, Schatz. Wär du erstmal so alt wie ich, an deinem Alter habe ich so Sachen auch noch geguckt. Wie lange haben wir noch, Schatz? Vergiss mich nicht. Ah, okay. So, liebe Zuschauer, es war trotzdem ein sehr interessanter Abend. Ich hatte doch mindestens 6 Anrufe oder so. Es ist ja echt genial. Morgen ist Freitag, mein letzter Tag. Und am Samstag bin ich in Luzern. Denkt dran, am Sonntag ist Numerologie für Mensch und Tier. Da ist immer noch ein Platz frei. Und ich sage euch, egal auf welchem Seminar ihr zu mir kommt, ihr werdet begeistert sein. Allein schon meine Anekdoten aus meinem Leben, die sind von Herz ergreifend über zum Todlachen, aber auch meine Erfahrungen, die ich habe ja jetzt angefangen, ein Buch zu schreiben, also mein spiritueller Weg, ich habe noch keinen Titel, aber mir fällt noch was ein. Das heißt, meine ganzen Erfahrungen, die ich in meinem, ja, bis zum heutigen Tag gemacht habe, als ich angefangen habe, diese spirituelle Tür zu öffnen. Ich kann euch sagen, es war manchmal sehr heftig, herzergreifend, wie gesagt. Und es sind Dinge, die glaubt man gar nicht, wenn ich die erzähle, was mir passiert ist. Das ist unglaublich. Aber ihr werdet es erfahren, sobald ihr zu meinen Seminaren kommt oder Privatberatung. Da gebe ich auch immer mal wieder einen Spruch. Was? Oh, wir haben nur noch 30 Sekunden, das heißt... Herzelein, du darfst nicht traurig sein.
Ihr Lieben, ja, ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt einfach mal singen, weil ich gehe jetzt raus, sind ganz viele traurig. So, ihr Lieben, ich freue mich auf euch. Bis morgen um 11 Uhr. Mua, tschüss, eure Beatrice. Ich liebe euch.